Hey du, schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris, wir spielen heute Tell Me Why und befinden uns immer noch in der Wache. Das letzte Mal waren wir im Archiv, um die Akten zu der Nacht zu finden. Ich weiß nicht, ob wir alles gefunden haben, aber grundsätzlich haben wir ziemlich viel erfahren. Wurden dann erwischt und hier geht's jetzt weiter. Der Winter vor dem Tod eurer Mutter war echt hart. Delos Crossing war Monate eingeschneit. Straßen waren gesperrt und die Vorräte waren knapp. Alle traf es hart. Besonders Marianne. Ja. Sie kam immer nur gerade so durch. Und dieser Winter ließ ihr nichts mehr übrig. Selbst wenn die Leute ihr hätten helfen wollen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sie es zugelassen hätte. Was sagen wir jetzt? Du sagst, Tessa hat unsere Mutter aufgrund von Versorgungsproblemen gemeldet? Tessa kam zu mir, weil sie ehrlich besorgt war. Klar. Von Rechts wegen musste ich Tessas Beschwerde leider melden, auch wenn ich es anders sah. Also nahmst du sie beim Wort und riefst das Jugendamt? Unzureichende Ernährung für Kinder und keine angemessene Aufsicht. Sowie unzureichende psychologische Betreuung. An der Sache war auf jeden Fall was dran. Was? Das ist Bullshit! Es ging also ums Gesetz. Klar. Warst du deswegen an dem Tag da, als sie starb, um sich vor dem Jugendamt zu warnen? Sie hat euch beide so sehr geliebt. Sie verdiente die Chance. Ich sah es nicht kommen. Sie. Ich weiß nicht. Da hat sie wohl entschieden, dass es vorbei ist. Ich dachte, einander immer die Wahrheit zu erzählen, sei unsere oberste Regel. So ist es, kleiner Elch. Und doch hast du gelogen. Ich wollte nur nicht, dass ihr beide unnötig darunter leidet. Doch ihr seid erwachsen und das war eure Entscheidung. Es tut mir leid. Danke, Onkel. Ich überlege jetzt, ob das obere oder das untere. Wir sind etwas versöhnlich unterwegs. Einfach so, hm? Muss nett sein, eine Tochter zu haben, die dich so leicht vom Haken lässt. Eddie, du zeigst immer mit dem Finger auf Tessa, aber du musst Verantwortung für deinen Anteil am Tod unserer Mutter tragen. Die letzten 10 Jahre habe ich mich wieder und wieder gefragt, was ich hätte anders machen können. Ich weiß, ich habe mich euch gegenüber nicht korrekt verhalten. Und ihr habt jedes Recht, wütend zu sein. Vater zu sein? Tja, das ist verdammt schwer. Ich gebe mein Bestes. Und das möchte ich auch mit dir versuchen, Tyler. Wenn du willst.
Tut mir leid, Eddie. So einfach ist es nicht. Doch bei einer Sache hast du recht. Zeit für einen Neuanfang. Man sieht sich, Chief. Geht jetzt nicht raus. Nein, da können wir auch nicht hin. Dann gehen wir mal, ob die sich noch gleich. Ich muss hier raus. Wir sparen uns mal das rum, gucken, ob wir noch irgendwas machen können. Gehen gleich. Allison. Was? Du fühlst dich scheiße. Ach, und wieso? Weil ich mich auch scheiße fühle. Was machen wir jetzt wegen Tessa? Nichts. Hör zu, wir machen gar nichts. Es reicht, Tyler. Mit Tessa sprechen? Warum? Wonach suchst du denn? Was soll sie dir sagen? Ich dachte, sie liebt uns. Wirklich? Chief Brown, ist es wahr? Ist sie... Oh. Oh mein Gott. Kinder, ich... Tessa. Tessa, du musst gehen. Komm schon, Kinder. Alles wird wieder gut werden, hört ihr? Alles wird gut, ich verspreche es. Bitte geh, du darfst nicht hier sein. Oh, jetzt sind wir schon in der nächsten Ansicht, deswegen. Ich überlege gerade, ob das noch das zweite Kapitel ist oder wir uns dann gleich im dritten befinden, das ein Abschluss ist. Wir finden es beim nächsten Mal raus. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst und gerne bis zum nächsten Mal. Bye.